Bei der Bezeichnung Einstiegsmodell denken natürlich viele direkt an einen relativ schwach motorisierten, schlecht ausgestatteten Kleinwagen. Aber das muss nicht immer sein. Schließlich gibt es in jedem Segment und bei jedem Fahrzeughersteller irgendein Einstiegsmodell. Beim britischen Sportwagenhersteller McLaren heißt dieses Einstiegsmodell 540C und ist zwar recht kompakt, aber ganz und gar nicht schlecht motorisiert. Allerdings muss ich zugeben, dass sich das mit dem Einstieg hier doch etwas schwierig gestaltet. Für die meisten dürfte aber der Einstiegspreis von 160.000 Euro die größte Hürde darstellen. Dafür ist der Supersportler beim Gewicht sparsam. Dank konsequentem Leichtbau bringt er es gerade mal auf rund 1,3 Tonnen. Sie fragen sich vielleicht, was ist überhaupt an diesem Auto Einstiegsmodell? Einstiegsmodell heißt eigentlich bei diesem Fahrzeug nur, dass der Motor ein kleines bisschen weniger Leistung hat. Deswegen heißt er 540C und nicht 570S, wie die nächstgrößere Variante. Und die Ausstattung ist ein kleines bisschen schlechter. Das heißt im Klartext, man verstellt den Sitz mit der Hand und nicht elektrisch. Wobei die Höhenverstellung des Sitzes weiterhin elektrisch funktioniert. So, das spart natürlich wiederum Gewicht, wodurch man noch weniger den Unterschied zwischen den beiden Motoren merkt im Alltag. Dennoch bringt es der 540C immerhin auf die namensgebenden 540 PS. In kW ausgedrückt sind das 397 und somit genauso viel wie der 14.000 Euro teurere Porsche 911 Turbo. Auch der McLaren setzt auf Turboaufladung, um dem 3,8 Liter V8 unter die Arme zu greifen. So gelingt der Sprint von 0 auf 100 in 3,5 Sekunden. Wer sich traut und die passende Strecke zur Hand hat, kann bis zu 320 km/h schnell sein. Allerdings wird der 540C schon ab 200 km/h merklich nervös an der Vorderachse. So, jetzt interessieren Sie sich bestimmt genau wie ich dafür, was ist unter der Haube. Da gibt es hier so einen kleinen Knopf und dann sollte doch hinten, denke ich mal, die Klappe aufgehen. Oh, ja, die Klappe geht tatsächlich auf, aber das ist ja irgendwie schade. Ja. Außer Ölstand und Kühlwasser gucken, darf man hier anscheinend nichts selber machen. Naja, dann muss der arme Motor leider hinter Gittern bleiben. Nur, damit er sich da nicht so langweilt, fahre ich mal schnell weiter. Allerdings sollte sich der stolze Besitzer zu zügeln wissen, nicht nur, weil er sonst Bußgeldbescheide wegen Geschwindigkeitsübertretung im Dutzend sammelt, sondern weil sein Flitzer schon laut Norm 10,7 Liter auf 100 Kilometer verbraucht. Von der Realität ganz zu schweigen. Auf der Landstraße macht das Auto wirklich richtig Spaß. Man merkt kaum etwas von Über- oder Untersteuern. Das haben die Ingenieure gut hinbekommen. Der 540C gehört zu McLarens Sportserie. Trotz des Namens sind das Autos, die den Fokus klar auf den Straßengebrauch legen. Aber Rennstrecke geht natürlich auch. Hier unten in der Mittelkonsole, da habe ich zwei Drehknöpfe, mit denen ich das Handling und den Antriebsstrang in seiner Abstimmung verändere. Dafür muss ich es aber erstmal aktivieren. So, und dann ist er eben hier jetzt auf Track. Man kann auch auf Sport schalten oder auf Normal. Und für die Lenkung eben genau das Gleiche. Sport, Track. Das macht tatsächlich ein bisschen was aus. Und ich finde es auch gut, dass man das separat voneinander sehr einfach steuern kann. Von außen versprüht der 540C nichts von einem Einstiegsmodell, sondern schreit nahezu Supersportwagen. Rund ums Auto findet sich clevere Aerodynamik, die einen großen Heckflügel überflüssig macht. Innen findet man im McLaren nichts, was aus anderen Großserienautos übernommen wurde. Hier ist alles von den Briten speziell angefertigt. Die Sportschalensitze könnten für meinen Geschmack sogar noch ein kleines bisschen enger sein. Ja, dass man sie manuell verstellt, das ist schon in Ordnung, aber sie könnten einfach ein kleines bisschen enger sein. Ich bin ja auch jetzt recht schmal gebaut und da merke ich dann schon, dass ich eben, wenn ich schnell um eine Kurve fahre, dass ich dann tatsächlich im Sitz nach links und nach rechts rutsche. Der McLaren verfügt über genug Exklusivität, um bei Porsche 911 und Audi R8 Kunden zu wildern.
Mein Fazit, der McLaren 540C steht seinem stärkeren Bruder eigentlich in kaum etwas nach im Alltag. Ja? Ob der jetzt ein kleines bisschen mehr oder weniger Leistung hat, das verspielt sich völlig. Und deswegen denke ich, wenn man einen McLaren haben möchte, dann tut es der 540C durchaus. Bis 2017 will McLaren 4000 Autos der Sportserie an den Mann bringen. Dennoch wird auch das Einstiegsmodell für die meisten Menschen immer ein Traum bleiben.